Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball FighterZ. Ich muss ja schon mal sagen, ich habe jetzt im Nachhinein schon ein paar Leute haben schon das geletsplayt. Ich hab die mir angeguckt. Und ich find's lustig, dass die Hälfte einfach mal die Charakter hier in Ruhe lässt. Weil alle gehen immer gleich direkt zum Bosskampf, was total bescheuert ist. Weil eigentlich sollte man ja immer die Rettungsevents machen. Da, ihr seht ja den grünen das grüne Symbol hier. Beispielsweise hier retten wir Bu, das steht da links unten. Und ich finde es halt lustig, alle gehen immer direkt zum Bosskampf. So total sinnlos in meinen Augen. Aber hey, jeden das seine. Ich will mehr kämpfen, weniger Gelaber. Ich will jetzt zwar die Story aufnehmen, aber es muss halt nicht unbedingt sein, dass ich da einfach nur durchfatze. Ich will euch schon den ganzen Umfang von der Story zeigen. Ich meine, die Leute, die es dann im Nachhinein spielen, denen kann es ja auch egal sein. Die wissen ja dann, was sie machen müssen und können halt durchfatzen, wenn sie wollen. Aber ich mache auf jeden Fall alles. Also ich muss sagen, ich finde Tenshin Han mal gar nicht so kacke. Oh, der hat geblockt, Alter. Oh, und er hat wieder geblockt. Was geht? Und tschüss, Yanchu. Boah, gehen mir diese Ding auf den Sack, dieses. Nein, ich will das weg. Ich finde das so störend. Oh. Okay, jetzt wird mein Handy voll mal wie so. Goku? Nee, ups, ich habe wieder falsch gedrückt. Oh. Wenn ihr den Part hier seht, müsstet ihr auch den Online-Part schon gesehen haben. Rein theoretisch. Nee, oder kommt er danach? Ich muss gerade überlegen. Mann, ich wollte. Der kann Ding, dieses. Da, ihr seht es, die Volleyball-Technik von Tenshin Han. Aber ich will mal nicht so viel Leben verlieren mit Tenshin Han. Ich mache jetzt mein Handy auf vibrationslos, weil man mir so viel schreibt. Hände, machst du Vibration aus? Das ist ja interessant. Ein Klon von Kid Buu, dem Zerstörer der Erde, ist erschienen. Er hat das Feld eines Gegners übernommen und absorbiert diesen, um sich zu stärken. Er ist ein mächtiger Gegner, aber wenn du ihn besiegst, erhältst du tonnenweise Erfahrung. Oh, das finde ich tausendmal geil. Aber zuerst retten wir mal Buu. Ist auch gut, dann kann ich mir mit ein paar Charakter, wo ich mich nicht so maine, Is he asleep? He was exactly the same during that written test we had. Totally asleep. He's out like a light. Do you think it could have something to do with the waves? Goku! Over there! Another clone showed up! So. Da retten wir mal den fetten Buu. Bin aber noch überlegen, ob ich den überhaupt in mein Team reinholen soll. Ich mag fetten Buu nicht. Also im Anime ist er okay, da finde ich ihn halt teilweise witzig. Aber in Kampfspielen fand ich den noch nie gut. Nee, wir machen das nochmal. Ah.
Okay, Trunks ist schon mal weg. Oh, Vegeta. Vegeta. Auf den habe ich jetzt richtig Bock. So. Ja, Mann, das war die Volleyball-Technik. So, und jetzt. Neo-Kiko-Kanone. Okay, es hat auch kein Leben abgezogen. Ich hatte nämlich die Angst, dass es nämlich Tenshin Han das Leben abziehen würde, aber das tut's nicht. Ist schon mal gut. Ja, ich hab wieder. Ich weiß nicht, mit Krillin komm ich. Werde ich nicht heiß. So, Destructo Disc. Ich muss da eigentlich die Abwehr kaputt machen. Rein theoretisch, ich meine, das Teil ist so scharf. Majin Buu ist jetzt spielbar. Und Stufenaufstieg. Für. Ja, Goku und Krillin, glaube ich, was. Ich hab. Buu! Do you even recognize us? Oh, and by the way, you're lying in the dirt. You've got some weird waves to thank. Let me explain what's going on. Did you get all that? Ugh. I'll start again from the beginning, okay? You get weak. Strange waves fault. You beat up bad guys, okay? One more time? Ugh, I've had it with you! How can I make it any clearer than that? Hey, just relax, Bulma. Hey, guys, let me try explaining it to Boo. You see, there's this soul inside of us who helps us fight the bad guys. So, soul in Goku is good? Yeah, good soul, good person, really good, in fact. Oh, yeah? Mr. Satan, good person, too. Boo White, good person. You, good person. You, Boo's friend. You get candy. That's okay. Bulma will make you the best pudding in the entire universe. What? I will? Really? Better than pudding Boo ate at party? Sure. Way better than that stuff. But you gotta fight on our side first, okay? Boo, understand. First you fight, then Boo get pudding. Really okay with this? Do you think you can even make pudding that good? You're gonna owe me for this, Goku. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt Majin Buu im Team. Wir werden jetzt zwar nicht benutzen, aber hey, wir haben ihn. So. Oh, vor allem ist Piccolo erschienen. Ach, der erscheint ja immer mehr. Dann machen wir noch die zwei. Da ist es wahrscheinlich doch nur wichtig, immer den Verbündeten zu holen und gleich auf den dann loszugehen. Tenshin Han versus Tenshin Han. It's a strange feeling to be face to face with my clone. Not just the face and form, but even its power is the same. Well, there's no better training partner than this, I suppose. If this thing has the same fighting style as me, I can use that to learn about my own weaknesses. That means beating you will mean I've surpassed my current self. I'll use you to push myself. To reach the next level as a martial artist. Bring it on! War das nicht jetzt exakt das gleiche Gelaber wie eigentlich Son Goku hatte? Oh, Captain Ginyu-Klo. Schade, dass man hier keine 7 Dragon Balls hat zusammen. Das wäre nice. Kann man sich was wünschen? Keine Ahnung, bestimmtes Kostüm oder sowas. Show me how strong you are. All you got?
Ah, der ist schon tot. Also die eine Technik von Krillin, die blicke ich nicht. Also wenn ein Gegner in der Ecke ist, ist es immer so bitter. Ich finde eh, dass es Ecken gibt, bin ich eh bescheuert. Man sollte das so machen, dass es sich irgendwie um Halbkreis dann läuft. So, gib ihm Gugu. Sehr schön. Zerstörungsfinish. Ah, Tension 100. Immer noch nicht. Volles Leben. So, jetzt kommt der Bu. Jetzt bin ich gespannt. Der könnte mir ganz schön das Leben zur Hölle machen. Ach, der ist Level 13. Ja, Digga. Aber dafür ist er alleine. Aber ich muss gucken, dass ich nicht so viel Leben verliere, weil sonst habe ich gegen den Boss nachher nicht so viel Leben. Ansonsten muss ich nachher wirklich einen von denen austauschen. Was wahrscheinlich Sinn der Sache ist, dass man mehrere Verbündete hat, dass man jederzeit tauschen kann, falls einer sterben sollte. Okay. 9800. Oh, ich hasse Kitbull. Echt jetzt? Dein Ernst? So, Neo Giko Kanono, du bist weg, Kitbo. Schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Level wir hochkommen. Oh, das war sogar noch der Trophäe, okay. Naja, so viel EP war das jetzt auch wieder nicht. Gibt's noch eine extra Belohnung dafür? Nee. So, jetzt. Ich bin auf interessiert, was passiert, wenn ich jetzt noch die zwei Kämpfe mache. Ob da noch welche erscheinen. Reine Neugier. Ich werde sowieso den Part beenden, sobald ich mit dem Boss fertig bin. Also muss ich ja nicht jedes Mal über halbe Stunde Part sein. Okay, Krillin ist down. Okay. Ist gar nicht mehr so schlecht gekommen. So, jetzt muss ich aber gucken, was ich mit Tension Han gleich mal wieder im Wechsel mache. Ah, das ist ein Konter, die Volleyballtechnik. Okay. Wollte eigentlich noch einen Kamehameha machen, aber der wollte nicht. Aber man muss jetzt schon sagen, 13.000 zwischen 9.000 ist jetzt auch nicht die Welt. Okay. Jetzt machen wir noch Piccolo.
Dann habe ich eigentlich keine Gegner mehr. Mal gucken, ob da vielleicht noch was Besonderes kommt. Oder auch nicht. Standing in front of Piccolo's clone reminds me of when we fought him in the World Tournament. Though that was quite some time ago. Yeah, Piccolo's definitely changed a bunch since then, huh? He's not a bad guy anymore. Indeed. He doesn't seem to have a shred of evil left in him anymore. Oh, by the way, did you know Piccolo babysits Pan when Gohan and his wife are out of the house? Isn't that neat? So convenient. He calms her down and changes her diapers. I hear he's pretty good at it. He even makes baby food for her. Definitely the perfect babysitter. Piccolo changing diapers? I can't tell which one of you is actually Pan's grandfather anymore. Hey, you sound just like Chi-Chi. She says Piccolo makes a better grandpa than me. I don't think that's something you should be particularly proud of as Pan's actual grandfather. Listen, and I don't think you should go telling people that Piccolo is taking care of your granddaughter. Huh? Why is that? Well, to protect Piccolo's image, I guess. His image? Let's end this conversation here, shall we? Yeah, let's take care of this Piccolo clone and show him who's grandpa! Okay, allein dafür ist es jetzt dieser Kampf wert gewesen, auf jeden Fall, für die Szene. Und ja, Goku, sogar, du bist auch ein schlechter Vater, also von da ist es normal, dass Piccolo auch der bessere Opa ist. Das haben sie aber auch gern, oder? Eigentlich war er doch so ein Goku ein guter Opa zu paaren, bis er sich mit Oop verpisst hat. Aber naja, Dragon Ball Super Einfluss. Naja, Piccolo war nett mit dir. Ich finde das mit den roten Augen halt voll geil. Schade, ich dachte, das klappt. Naja, egal. Auf jeden Fall ganz nett war diese Cutscene. Dafür war es schon wert. Aber vielleicht mache ich doch alle Kämpfe. Weil wie gesagt, das sah jetzt eigentlich ziemlich gut aus. Wenn jetzt nichts Neues hinzukommt, gehe ich zum Boss. Yep, passt. Das ist diesmal kein... Oh, okay, da kommt gar keine Cutscene. Cell, Captain Ginyu und Nappa. Bin mal gespannt, was die DLCs uns noch bringen werden. Also ich schätze mal... Kalifla. Nee, nicht Kalifla, die Fusion, wie heißt sie? Wie heißt denn die Fusion nochmal? Kale? Nein, Kale heißt normal. Kalifla heißt die andere. Keine Ahnung. Kefler, genau Kefler. Sorry. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Kefler. Aber. Captain Ginyu. Ginyu? Bin nicht auf die Eier. Schade, ich dachte, ich könnte es irgendwie noch so nach vorne treiben. Alter. Ah, ich hasse. So, tschüss, Gino. Er lebt ja immer noch. Muss ich aber aufpassen, Nappa ist nämlich ganz schön nervig und er hat 5 Ki. Das heißt, er kann, wenn er will, mich jetzt richtig tot sperren.
Kiko-Kanone. Manchmal bin ich halt ein bisschen zu konzentriert und vergesse zu labern, muss ich echt sagen. Ich weiß, das ist nicht so professionell. Aber ab und zu mal bin ich halt einfach so hingerissen vom Spiel. Da bin ich in-game, in-game. Mindestens schon Stufe 5 mit allen drei. Piccolo lebt wieder, findet C16. Blast it all! How is this possible? Why aren't their powers as diminished as mine are? This isn't fair. How can I, the perfect being, be defeated? A sorry sight you were, Cell. Frieza. Hope you don't mind me observing this delightful spectacle from afar. Remember, we had a deal. A deal you chose to ignore just so you could run off on your own and fail miserably. Tell me, how was your showdown with that filthy primate? I don't have to tell you anything. So that's how it is. Well, perhaps we can strike a deal. My subordinates have acquired information that might be of some small interest to you. Oh, by subordinates, I assume you mean that over-choreographed circus troupe? What an embarrassment they are to your cause. I'm sure you're very proud. But yes. They are called the Ginyu Force. Does this not entice you? My precious intel, that is. What say you to a deal? Tell me what you know. And I'd be happy to tell you what I know. Ich find's cool, dass im Prinzip Cell und Frieza als Lebende da sind. Hey, hello? Who's that inside my head right now? Goku! Goku! Piccolo? Come quick! They're too strong! Who is? And where? I'm sensing a small energy distortion. That way! Wir holen uns Piccolo. Piccolo tue ich auf jeden Fall ins Team. Tue ich wahrscheinlich für Krillin ersetzen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Kann ich hier noch jemanden anderes retten? Das ist die Hauptstory. Piccolo. Nee? Okay. So, auf jeden Fall, das war's für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, einen Daumen hoch da zu lassen. Ciao!